Hallo liebe Gäste, willkommen auf MS Amadea. Gerade wenn man das erste Mal an Bord ist, ist es ja immer so ein bisschen verwirrend, sich überall und auf den einzelnen Decks zurechtzufinden. Das ist ganz normal. Und genau deswegen haben wir für Sie diesen Film gemacht, damit Sie sich von Anfang an besser orientieren können. Die Rettungsübung haben Sie ja bereits absolviert. Auf allen Decks, bis auf dem Sonnendeck, befinden sich übrigens Kabinen. Alle Kabinengänge haben eins gemeinsam. Sie führen zu einem der beiden Treppenhäuser mit den Treppen und Aufzügen. Hier finden Sie solch eine Tafel mit den Informationen, wo Sie sich und wo sich die Räumlichkeiten auf diesem und weiteren Decks befinden. Praktischerweise sehen Sie auch gleich, ob Sie Richtung Vorschiff oder Achtern, sprich nach hinten laufen müssen. Wir befinden uns hier auf Deck Nummer 4, einem Kabinendeck. Frisch angekommen, haben Sie eventuell noch ein paar Fragen an die Reiseleitung oder die Rezeptionisten. Also werde ich mal den Fahrstuhl rufen und wir fahren auf Deck Nummer 5, eins höher, zum Saturndeck. Und schon bin ich am Dreh- und Angelpunkt angekommen. Der Lobby mit Rezeption und dem Phoenixport-Reisebüro. Liebe Gäste, wenn Sie also Fragen rund um den Hotelbetrieb haben oder auch Ausflüge buchen wollen, dann sind Sie hier genau richtig. Aber auch wenn Sie das Schiff verlassen oder einsteigen wollen, ist hier Ihre erste Anlaufstelle die Gangway. Diese kann sich allerdings je nach Hafengegebenheiten auch mal auf einem anderen Deck befinden. Es gibt aber einen weiteren guten Grund, um hier auf Deck 5 die Lobby aufzusuchen. Denn hier geht's nämlich auch ins Restaurant für Jahreszeiten. Das Desinfizieren der Hände ist obligatorisch. Das Restaurant für Jahreszeiten ist das Hauptrestaurant von MS Amadea. Hier werden neben dem Frühstück auch das Mittagessen sowie Abendessen, Gala-Dinners oder auch die Kaffeestunden angeboten. Von Deck 5 geht es jetzt ein Deck weiter nach oben. Das Azuka-Zeichen ist ein guter Orientierungspunkt. Ebenfalls auf Deck 6 Achtern befindet sich die Bordboutique. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist unsere beliebte Harry's Bar für gemütliche Stunden, beispielsweise vor oder nach den allabendlichen Shows. Kleiner Tipp noch von mir persönlich, hier findet auch der Handshake mit dem Kapitän und dem Kreuzfahrtdirektor statt. Die Atlantic Lounge ist nämlich auch nicht weit entfernt. Die Gäste erwartet ein Programm von Gastkünstlern bis hin zu Auftritten des MS Amadea Show Ensembles. Vorbei an der Phoenix Kreuzfahrtberatung, wo Sie auch Ihre nächste Reise buchen können, geht's jetzt nach vorne. Auf Deck 6 finden Sie auch das Kino mit täglich wechselnden Spielfilmen, den Waschsalon mit Münzautomaten und ganz wichtig, das Hospital mit medizinischem Personal, Ihre Anlaufstelle rund um Ihre Gesundheit an Bord. Damit darf ich Ihnen Deck Nummer 7, das Promenadendeck, vorstellen. Im sogenannten Kapitänsgarten haben Gäste eher selten Zutritt. Es sei denn, sie dürfen zu besonderen Anlässen und Empfängen der Einladung des Kapitäns folgen. Das Einzigartige am Promenadendeck ist die Rundumlaufpromenade. Sehr beliebt bei unseren Spaziergängern und Shuffleboard-Freunden. Wir sind zurück im Schiffsinneren, auf der Steuerbordseite in Fahrtrichtung rechts angekommen. Genauer beim Foto- und Videoshop.
Zeit für ihre Urlaubserinnerungen. Ein paar Meter weiter auf Deck Nummer 7 gibt es eine weitere Bar, in der das Rauchen gestattet ist. Liebe Gäste, der Havana Club liegt übrigens gegenüber, kommen Sie mal mit, vom Jamaika Room auf Deck 7. Und hier finden auch immer wieder spannende Kurse für unsere Gäste statt. Gleich dahinter haben Sie übrigens Zugang zur Empore der Atlantic Show Lounge, wo vor allem an Seetagen interessante Vorträge stattfinden. Sind Sie auch langsam hungrig geworden? Daher befinde ich mich jetzt auf Deck 8, dem Lido-Deck im hinteren Bereich des Schiffes. Und hier gibt es morgens, mittags und nachmittags das Essen in Buffetform und am Abend wird es wie in vier Jahreszeiten serviert. Aus dem Lido-Restaurant führt Sie der Weg über einen Wintergarten nach draußen zur Lido-Terrasse. Hier befindet sich übrigens auch ein schöner Außenpool und ein kleiner Whirlpool für Ihren Urlaub. Weiter geht es nach oben auf das Jupiter-Deck, Deck Nummer 9. Über die Jupiter-Bar 8 dann gelangen Sie wieder ins Schiffsinnere zur Copernicus-Bar. Diese ist auch ein beliebter Nachtclub für alle Partyschwärmer unter Ihnen. Gleich nebenan befindet sich eine gut sortierte Bibliothek und eine gemütliche Kaminecke zum Verweilen. All das bis jetzt am Heck von MS Amadea. Auf dem Jupiter-Deck vorne laufen alle Fäden in der Kommandozentrale von MS Amadea zusammen, der Brücke, welche 24 Stunden besetzt ist. Ein Deck höher, auf Deck Nummer 10, befindet sich eine weitere Bar, die Vista Lounge. Ein Ort für Andachten und zum Genießen. Des Weiteren besuchen in diesem Bereich die Gäste auch gerne das Internetcafé. Lassen Sie uns auf Deck 10 auch gern noch mal nach hinten gehen. Kommen Sie mal mit. Neben den oben liegenden Suiten empfängt Sie auf dem Panoramadeck auch das gut ausgestattete Fitnessstudio mit dem Amadea Spa-Bereich. Dieser ist mit einer schönen Saunalandschaft, Räumlichkeiten für Beautybehandlungen und Massage, als auch einem großen Ruheraum ausgestattet. Damit verabschiede ich mich von Deck Nummer 11, dem Sonnendeck mit Ruheflächen und Golfkurs, und hoffe, Sie finden sich ganz schnell an Bord zurecht. Schönen Urlaub!